Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutzt das Grün. Alles klar. Was ist das denn für ein Seidentuch eigentlich? Das kannst du gerne behalten. Eine Hand wäscht die andere. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Ah, Moment! Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber. Nein! Du brauchst. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Du brauchst das! Für den Wartungsraum. Warte mal. Hier! Dafür! Wenn ich jetzt hier nämlich. Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber so war das zu ungenau. Sie würde nur alles kaputt machen. Genau. Lilly wusste, dass man aber solange sie Karte weg. Du verfolgst doch ein Ziel. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly konnte einfach nicht mit Stoff umgehen. Okay. Moment, dann gehen wir nochmal zu Herrn Mantel. Denn wir haben jetzt ein Staubwedel. Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein. Egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Ja. Gib ihn schon her! Okay. Raste nicht so aus. Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wiedergefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Danke, ich hoffe nur. Ups. Der Kaminkehrer kommt bald. Ich bekomme nämlich langsam Hunger. Willst du Pizza? Nein, danke. Okay. Ich hoffe nur. Alles gut. Okay. Sweet. Kann ich das jetzt? Ey. Moment. Das erstmal aufheben, genau, und jetzt. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Oh je, jetzt hat... Ob es mit... Wen kann ich damit jetzt erschrecken? Kann ich jetzt den Typen damit erschrecken? Was hast du da? Zeig mal her. Oh, was, Trommelwirbel? Es ist sauber. Wow. Vielleicht hatte die Oberin recht, Lilly. Vielleicht, Lilly. Die Kerze roch Wunder. Zumindest wie Blumen. Lilly hat... Ja, was mache ich denn jetzt mit der Kerze? Das weiß ich noch nicht. Lilly wusste aber so harte. Hey. Ja, dafür brauchen wir noch eine Schlüsselkarte überall. Es war hoffnungslos. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Lilly wusste aber so hart. Du hast doch einen Grund dazu. Vielleicht Lilly. Das muss Lilly fand es. Hallo, ach, das hat die. Darf nicht mit Feuer spielen. Nee. Das musste nicht Lilly. Okay. Ein Dosenöffner halt, ja gut.
Ich darf nicht mit spitzen Gegenständen. Dann kann ich das gar nicht machen, weil ich nicht mit spitzen Gegenständen und Feuer gleichzeitig anhaben kann. Trockenbecher, ich brauch dein Kissen. Ihr deucht, ihr habet noch nicht oft Rollenspiele gespielt. Es ist ganz leicht. Alles, was man da... Ein Mann. Und ganz... Trockenbecher! Ach ja, und Pizza natürlich. Danke, Droggy. Wie schön. Trockenbecher! Schade. Rete sie vor. Unterrichte sie uns von... Ah, ich brauch das blaue Dings. Lilly wusste, dass das Essen war. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Okay. Da komme ich ja auch nicht rein, ne? Moment, vielleicht mit der Stricknadel. So aufschließen, so. Die Tür. Nee. Vielleicht. So? Hä? Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine Also ist Hä, das Verbot habe ich doch aufgehoben, oder nicht? Moment, welches Verbot habe ich gerade aufgehoben? Feuer? Ach ja. Ups. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Aber die Stricknadel bleibt hängen. Das richtige Werkzeug hatte Lilly bereits gefunden. Was ihr fehlte, war wieder einmal Geschicklichkeit. Das richtige Werkzeug, was ihr... Die Tür war fest verschlossen. Achso, oh, nein! Oh. Die Tür war... Die Tür... Aber Lilly, was weißt du? Du sollst also bis spät... Ja, hab ich verstanden, HW. Lilly besch... Es Lilly... Das richtige Werkzeug, was ihr... Das Richt, was... Das war bereits frisch gewaschen. Hat ich das schon ausprobiert? In der Klosterschulordnung gab es einen extra Absatz, dass Lilly immer einen Mindestabstand von 50 Metern zur Waschküche einzuhalten hatte. Jo. Ihr versteht sicherlich langsam, warum. Nee. Wir waschen rote Wäsche, gelb, blau, nicht durch... Ich bin gerade ein wenig überfordert. Ich kann nichts da reinlegen. Oh, schade. Wir haben zwei Augen vom... Ja, wir haben jetzt ein Dings. Ein Geisterkostüm. Ach, Moment. Hier waren doch noch irgendwelche... Bienen und so, ne? Ja, hier, Motten. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Hä? Die Idee war... Deine Arme sind dafür nicht zu kurz. Moment, wenn ich drin hier... zu der Mantel noch irgendwie ein bisschen Licht mache oder so? Nein, danke. Ich bin rundum glücklich und zufrieden. Ich hoffe nur, ich... Okay. Ich hab hier nur den Bienenmann und diese Lampe. Die Idee war gut. Lilly, du bist genau daneben. Die Idee war gut. Die Idee war... Die Idee...
Blaue Blaubeere. Grüner Brokkoli. Rote Tomaten. Gelbe Bananen. So, kann ich das auch alles eigentlich wieder runternehmen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Achso, ich hab das alles wieder hier, oh. Ich weiß gar nicht, wer was auf der Dings... Peter wollte gern Tomaten. Aber Petra mag keine Tomaten, also muss ich die grün oder gelb färben. Glaube ich, ne? Ich hab mir nur grün und rot. Moment, irgendwer wollte Bananen. Ich frag noch mal bei der Pizza. Du bist wieder da. Bagel weg. Schade. Pizza. Lilly wollte nicht noch einen Streit. Zum Glück hatte sie sich alle. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter das. Moment, nochmal. Lilly wollte zum Glück. Adrian wollte Tomaten, aber keine ja, Blaubeeren. Nein. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Peter wollte keine Banane, ne? Warte mal, Moment. Lilly zum Glück. Adrian wollte Tomaten. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Was war jetzt bei Droggelbecher? Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Ja, Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde... Okay. Alles klar. So. Was könnte ich denn machen? Also. Ich kann schon mal umfärben. Man kann schon mal langsam anfangen damit, glaube ich mal, oder? Kann ich doch locker machen. So, Banane. Wer wollte denn Bananen? Droggelbecher möchte Bananen. Aber Peter mag Bananen nicht, hat aber eine Rot-Grün-Schwäche. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Okay. Ich lasse die jetzt einfach mal erstmal rot. So, wer wollte denn Tomaten? Adrian, aber Petra mag keine Tomaten. Das heißt, wir müssen sie gelb oder grün machen. Wir haben grüne Tomaten. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. So, wer wollte Brokkoli? Petra, ne? Roggi hat eine grün-blau-Schwäche. Das heißt, die können doch... Oder müssen die dann blau werden? Weiß ich nicht. Blaubeeren wollte wer? Petra, aber Adrian mag keine Blaubeeren. Was sagte man? Rote. Okay. Grüne Tomaten. Rote Bananen. Rote Bananen, grüne Tomaten. Rote Blaubeeren. Grüner Doch jetzt alle zu. Sind doch jetzt alle zufrieden, oder? Oder? Ich glaube schon. Moment. Wir probieren es aus, Leute. Hier. Ah, die Pizza. Wohl an. Och, gar kein Brokkoli? Habt ihr etwa die Bestellung der holden Petra vergessen? Schämt euch an meiner Info! Hä? Rote Bananen, grüne Brote. Ach, sie hat ja eine Gelb-Grün-Schwäche. Das heißt, ich muss den Brokkoli noch grün machen. Nee. Könnt ihr ihn rot machen? Ja, ich muss ihn blau machen. Verdammt! Ich muss den Brokkoli blau machen, alles klar. Kacke, ich habe aber noch kein Blau.
Mir deucht... Es ist ganz alles, was... Und ganz... Ja. Okay, ich brauche irgendwas Blaues. Harvey. Nein, warte mal. Mein Wollknäuel, oder? Ich hab doch ein Wollknäuel. Weil ich brauch das ja nicht mehr. Ich hab ja hier Harvey. Das war bereits frisch gewaschen. Was? Lilly wusste aber harte. Ja, ich könnte sie doch... Die Pizzakarte habe ich auch nicht mehr. Also die Karte vom Pizzamann. Zweimal am nur Game die. Okay. Endlich durfte Lilly wieder spitze Gegenstände benutzen. Yeah, schon geil. Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber so war das zu ungenau. Sie würde nur alles kaputt machen. Lilly dachte aber, sie zumindest... Hallo Lilly. Oh, ich soll nicht mit Feuer spielen. Oh, Moment. Ah, nein, warte, ich habe doch eine Karte gesehen. Sag bloß, Alter. Als ob ich die... Oh, die ist leicht zu übersehen, muss ich ja sagen, ne? Die ist leicht zu übersehen. Dr. Marcel. Es hat funktioniert. Och, herrlich, oder? Ja. Nice, zum Dach. Wir können jetzt... Oh, okay. Feuer. Kann ich jetzt irgendwie hier... Darauf schienen die Motten keinen Appetit zu haben. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Ne. Lilly wusste, dass man Stärke da versuchen konnte man es ja mal. Ja, lol, nice. Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Sehr cool, okay. Bienenmann! Hallo, Fremde. Bevor du Alle. Etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist das vielleicht. Doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten, um vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Hey, willst du... eine Kerze? Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen.
Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus, Freiheit. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.